Hallo, willkommen zum neuen Vlog von mir. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Falls ihr mein letztes Video nicht gesehen habt, schaut euch das mal an. Da erkläre ich so ein bisschen, warum alle meine Videos weg sind und was hier in Zukunft passieren wird. Ich freue mich voll. Ich bin irgendwie voll aufgeregt, obwohl ich seit 2 Jahren eigentlich immer wöchentlich meine Kamera in der Hand hatte. Aber das ist was Neues, was Cooles. Und ich glaube, dass Mila auch ganz aufgeregt ist. Ich mache mich mal ein bisschen frisch und dann sehe ich auch vlogwürdig aus, Leute. Und ich habe jetzt Feierabend und Wochenende, was für mich jetzt primär bedeutet, meinen Homeoffice-Zustand hier ein bisschen zu verändern. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich hatte Hunger, Durst. Mila hatte Durst. Durst, Kaffee, Saft, noch mehr Saft. Mittagessen, Frühstück und noch ein Zwischensnack. Es gab Eis. Und deswegen wird das jetzt mal ein bisschen hier sauber gemacht und dann kann ich hier auch mein Homeoffice 2.0 aufschlagen. So, gerade eben hatte ich eine kleine Heulattacke. Es ist was so Geiles passiert. Voll der Meilenstein für mich. Und ich freue mich ein bisschen. Und jetzt, was tue ich jetzt? Ich schreibe jetzt mal ein. Werde ich mich an meine To-Dos für heute setzen. Werde ich in 1,5 Stunden Besuch bekommen heute. Ja, das ist zeitlich wieder sehr knapp. Aber egal. Ja, genau. Mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Bis dahin muss ich noch ein bisschen was schaffen. Und ich glaube, es ist mein erstes freies Wochenende seit langer, langer Zeit. Also was heißt frei, wo ich halt keine Shootings habe. Ich musste gerade meinem Anbieter von meinem Website-Template mal schreiben, weil irgendwas nicht funktioniert mit Schriften. Wäre schön, wenn die mal antworten, ne? Die haben es sogar schon gelesen. Leute, antwortet mir. Heute mein Flug von Mallorca zurückgebucht. Also, ich habe es ja im anderen Video erzählt, ich fliege Ende April nach Mallorca. Eigentlich war nur geplant von Freitag bis Montag, aber ich werde jetzt bis Dienstag da bleiben. Muss ich mal irgendwo dahin stellen. Aber ich werde bis Dienstag auf Mallorca bleiben. Und zwar ist die Finca, in der wir schlafen werden, gebucht bis Dienstag und auch bezahlt bis Dienstag. Die Fotografin, die den Workshop leitet, hat uns geschrieben, dass wenn wir wollen, können wir auch noch einen Tag länger bleiben, weil es sowieso bezahlt ist. Und das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich habe dann quasi 2 Tage Zeit, um einfach so ein bisschen zu chillen, Insel erkunden. Vielleicht ist es mir noch möglich zu fotografieren. Das hier ist mein Holland-Shooting-Moodboard. Könnt ihr schön sehen, was abgehen wird in Holland. Wir werden 3 Shootings machen. In Amsterdam 2, eins in einem Gewächshaus, eins in der City. Und dann fahren wir nach Zandvoort oder wir übernachten halt in Zandvoort und werden noch in Zandvoort shooten. Das Style-Shooting ist halt eine inszenierte Hochzeit quasi, um das Portfolio zu erweitern. Für alle Beteiligten, also auch Deko, Blumen, Papeterie, Konditoren und sowas, Brautmodengeschäfte, Ringe, also wirklich, da ist für alle was dabei. Wir machen die Bilder und die Videos und die anderen geben ihre Sachen quasi dafür und wir können das dann für unser Portfolio verwenden und die natürlich auch für ihre Seite. So ist der Plan für Holland. Wir sind da gerade so ein bisschen am Plan. Es erweist sich als äußerst schwierig, muss ich sagen. Oh, das Bild finde ich so schön. Guckt euch das mal an. Traumhaft. Ich werde mal eine To-Do-Liste machen, die ich heute mit Dingen, die ich heute noch erledigen muss. Ja, das sind die Sachen, die ich jetzt versuche noch zu schaffen in 1,5 Stunden. Ist machbar, ne? Hoffe ich. So, ich habe für meine Shootings so eine Buchungsübersicht. Perfekt, da ist sie schon. Ich zeige euch mal, wie die aussieht. Und da schreibe ich immer rein, wer hat gebucht, wann ist es und wo, habe ich den Vertrag abgeschickt und habe ich den Vertrag zurück, habe ich die Anzahlung erhalten, habe ich die Bilder abgeschickt, gibt es zusätzliche Bilder, die dazugekauft wurden und ob das Gesamte bezahlt ist und wie viel es halt war. Das ist ein Game Changer, Leute. Also, ja, habt ihr richtig guten Tipp jetzt von mir bekommen, wenn ihr auch sowas macht. Ich druck mir das Ganze aber immer aus, weil ich versuche es, aber ich bin kein digitaler Mensch. Ich habe es mit Online-Kalendern, mit iPad, mit GoodNotes, mit dies, mit das, also wirklich alles probiert, aber ich bin, außer was die Schule angeht, kein digitaler Mensch. Ich krieg's nicht hin. Ich drucke mir meine Sachen aus und mach's dann per Hand. Das ist für mich einfach am allerbesten. Ja, jetzt muss ich mal kurz. Ah, genau, ich hatte das geändert. So, und ich passe die jetzt einmal für Hochzeiten an.
Beziehungsweise generell, weil ich bei der anderen was durchgestrichen hatte. Ich immer genau Bescheid weiß. Man merkt wieder, manche Sachen muss man einfach machen, um zu wissen, wie sie richtig gehen. Ich habe auf meiner Übersicht fehlen mir jetzt einmal zusätzliche Stunden und die Anfahrt. So, hier ist jetzt alles nochmal. Also, nochmal zeigen, ich habe jetzt hier noch die Anfahrt hinzugefügt, dann zusätzliche Stunden und ob ich den Freiburg abgeschickt und zurück habe. Weil das sind die wichtigen Sachen für Hochzeiten. Das andere war noch die Vorlage für die Shootings und da waren Sachen bei, die waren unnötig und es haben noch welche gefehlt. Ich habe mich gerade fertig gemacht, gebe Mila jetzt noch Futter und dann gehe ich mit ihr in den Wald oder wir und dann zu Fressnapf. Der Hund bekommt heute neues Spielzeug. Hunde-Waldrunde ist beendet. Es ist so kalt, ich war richtig rot im Gesicht, ey. Und wir haben auch nur eine kurze Runde gemacht, weil wir haben Hunger. Wir fahren jetzt noch dem Hund Spielzeug kaufen, jedenfalls mal danach gucken. Und dann holen wir uns vielleicht noch Frühstück oder so, in irgendein Kaffeestückchen. Ich war erfolgreich bei Fressnapf. Fressnapf voll. Ich habe hier so einen Kauring gekauft. Mal gucken, wie der ankommt. Dann gab es noch das hier, aber nur weil es leicht zu quietschen ist. Also sie braucht halt nicht viel drauf machen, damit es quietscht. Und hier so einen kleinen Ball. Den letzten haben wir nämlich verloren und damit hat sie voll gerne gespielt. Dann Leckerlis und eins ihrer liebsten Leckerlis, Leberwurst aus der Tube. Jetzt mal abwaschen und dann kann sie damit spielen. Heute mal richtig produktiv zu sein, habe ich mir direkt mal hier Sims runtergeladen. Weil zu jedem produktiven Tag gehört auch ein bisschen Spaß. Oder? Mhm. Aber trotzdem erst die Arbeit und dann the Vergnügen, Leute. Deswegen muss ich jetzt hier noch Bilder bearbeiten. Gerade dabei, so ein kleines Tutorial für Instagram zu drehen. Und zwar, wie man so einen Effekt hier, das hier, diesen Übergang bei Premiere macht. Und da schneide ich jetzt alles zu. Ich habe das gerade einfach mit dem Handy mal schnell abgefilmt. Und ja, jetzt schneide ich das und dann lade ich das heute oder morgen Abend bei Instagram hoch. Ich bin so müde heute. Mili, du bist so süß. So, ich habe das jetzt in meiner Story gepostet. Hier so als einzelne Bilder. Hier sind die Bilder, die habe ich jetzt so einfach mal random in meiner Story gepostet. Ich finde das eigentlich immer ganz cool, wenn da nicht dann noch so viel Text, Schnickschnacks drumrum ist. Wir waren gerade einkaufen und sind jetzt wieder zurück und haben so viel gekauft. Aber erstmal unseren Kühlschrank ausräumen und aufräumen und sortieren und so. Dafür stelle ich meine Kamera mal hier drauf. Mal gucken, ob es das bringt. Krass. Funktioniert ja echt. Tut ja echt, was es verspricht. Oder? Also, Zeitraffer.
Kühlschrank ausräumen. Christian bereitet schon fleißig Orangensaft vor für morgen. Ja, komm, wir spielen. So, für uns gibt es heute so gebratene Nudeln. So, als Fertiggericht, weil wir keine Lust hatten zu kochen heute. Ich habe mir eigentlich Post-its gekauft, weil ich was Neues ausprobieren wollte. So eine neue To-Do-Methode quasi. Und die sind jetzt unauffindbar. Richtig nervig. Ich wollte das eigentlich jetzt mit euch machen. So, ich werde mir jetzt noch eine Dreiviertelstunde, werde ich mich jetzt noch meinem Projekt widmen. Ja, dann geht's aufs Sofa. Seht ihr, wie müde ich bin? Zu einem schönen Waldspaziergang überreden. Ich habe mich gerade fertig gemacht und warte jetzt auf unseren Besuch. Wir frühstücken ja heute zusammen. Christian hat jetzt gerade noch schnell Rührei gemacht und ich schaue jetzt mal, wie die Lage ist, ob ich noch was helfen soll. So, ich werde jetzt diesen Vlog hier beenden. Ich gehe jetzt noch mit Mila raus und dann duschen und Sachen sind gepackt. Oder falle ich gleich ins Bett? Irgendwie fühle ich mich nicht so gut heute. Also jetzt zum Ende des Tages ein bisschen krank. Ich hoffe, das ändert sich. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video.